Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heroes of Might and Magic 2. Die Roland-Kampagne. Genau. Ja, nee, nicht die Roland. Ach Gott, Archibald. Mensch, was erzähle ich denn? Bin aufgeregt. Genau, ich möchte nämlich die Titanen ausprobieren. Mit denen habe ich lange nicht mehr gespielt. Meistens sind die Runden noch immer eher vorbei, bevor man mit den dicken Einheiten wirklich was anfangen kann. Weil meistens habe ich dann immer so Halblinge oder sowas dann rumstehen, die dann so mehr in die mehrere hundert gehen. Und da sind die mehreren hundert Halblinge dann halt einfach besser als die 1-2 Titanen, die man dann bis dahin so angespart hat. Gut. Sie steht mir hier ein bisschen im Weg. Ich hoffe, dass sie ordentlich auf die Halblinge einballert. Erstmal müssen wir hier ganz klassisch die Rocks. Du fliegst rüber und machst mal die Meistermagie weg. Toll. Das bewusst hätte ich alles andere angegriffen. Zwei Rocks gehen unter. Und hier stellt sich schon dahin. Die 11 Eber werden von den 49 mit Glück angegriffen. Versuchen wir mal da oben ein bisschen was zu machen. Zerstörungsstrahl. 138 ins Glück. 22. Zwerge noch. Warum hat er jetzt darauf Zauber vertreiben gesprochen oder hat das der Magier gemacht? Geht mal davon aus, dass das der Magier gemacht hat. Also der hält ganz schön viel aus, der komische Typ da. Könnte ich jetzt richtig fies sein und ihn nicht mehr drankommen lassen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ich habe ja jetzt die Rocks. Ich greife jetzt mit den Rocks zum Beispiel an. Eine Rocks sollte ich jetzt nicht angreifen. Warten, bis ich eine schießende Einheit habe. Angreifen. Und angreifen. Und jetzt erstmal wieder blenden. So, dann nächste Runde Meistermagier angreifen lassen. Blitzstrahl drauf sprechen, weil das werden wir jetzt in der Runde erledigen. Wenn er jetzt noch mal dran gekommen wäre, ne? Kann nicht sein, dass 21 Rocks eben 4 Rocks nicht schaffen. Oder 3 Rocks. Na gut, wir haben ihn jetzt besiegt. Wir kriegen ein Teleskop, wir kriegen ein Brustschild. Das heißt, wir gucken mal nach, was das so bringt. Und das Teleskop vergrößert die von ihrem Helden bei einem Abenteuer entdeckte Gebiet um ein Feld. Also noch mehr Spielen. Und der göttliche Brustschild des Schutzes erhöht ihre Verteidigungsfähigkeit um 3. Deswegen war der Kollege eben zu zäh. Gut zu besiegen. Und wir warten auf
glaube, Dawn heißt sie. Genau. Dawn bringt uns. Das entgegenreiten können wir schon. So, Frau Dawn. Gebe mal mir die Eber. Du kriegen die Halblinge mit. Du kriegen die Halblinge mit. Du kriegst die Halblinge mit. Ja. Okay. Dann das Teleskop, das brauchen wir nicht so unbedingt. Das verlängert die Wirksamkeit aller ihrer Zaubersprüche um 2 Züge. Zaubersprüche um 10 Züge, also brauchen wir 2 Züge nicht unbedingt. Der heilige Anhänger immunisiert ihre Truppen gegen Flüche. Angriffsfertigkeit. Ganz so wichtig. Den Brustpanzer würde ich behalten wollen. Und dann das Buch weg. Beirufungszaubersprüche. Goldstücke möchte ich nicht unbedingt verlieren. Dann bleibt das bei meinem Haupthelden, weil es sieht ja nicht so aus, als ob der jetzt irgendwie den nächsten Kampf unbedingt verlieren sollte. Und dann gucken wir mal ein bisschen hier lang. Hier hinten in der Ecke scheint wohl alles durch zu sein. Ich ignoriere die Seite auch erst. Eine Horde. Also 50 Stück. Das könnte ein spannender Kampf werden, weil er selber ja kaum was hat. Massensieg. Zauberkraft. Ja, gerade deswegen. So, okay. Rüber. Haut natürlich schon rein. Aber jetzt kommen unsere Rocks. Und das hat sich ausgeschossen. Stahlgolems nach vorne. Du hast gewonnen. Greifen wir erstmal direkt an. 2. Jetzt geht alles da drauf. Und dann haben wir gar nicht so viele Verluste erlitten. Okay. Schon Pfeil. Der magische Pfeil hat jetzt nicht für einen so einen Großriegen gereicht. Okay. Und schießen einfach. Nehmen wir jetzt einfach mal. Jetzt erkunden wir hier die letzte Stück Karte. Wir sehen, dass da eine Hexerburg ist. Und dann werden wir eben hier noch die Edelsteinmine einnehmen. Gastor rennt mit seinen Titanen um das Land. Wir sehen Maximus, der sich uns entgegenstellt. Hier können wir uns gut Edelsteine angeln. Machen wir das mal eben. Aber ich glaube, wir stehen kurz vor dem Ende der Mission. Aber wir lassen uns gerne überraschen. Vielleicht ist auf der anderen Seite ja doch noch was. Er läuft da jetzt hoch. Okay. Okay, okay. Ich laufe jetzt mal hier hin. Und laufe hier hin weiter weg. Rennt wieder in ihre Burg. Wie sich das gehört. Und wir gucken uns mal Herrn Maximus an.
gerade mein Orakel hier rumgesponnen. Ich irgendwann kurz wieder minimieren. Okay, ihr seht das nicht immer. Gut, okay. Was ist denn das Schlimmste dabei? Ich finde, die Rocks sind natürlich nervig, sicherlich. Aber auch die 123 Halblinge sind nicht so toll. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das mal auf. Und greifen mal die Halblinge an. Oh nee, Herr Bier. Unser Kumpel. Sollten aber fahren. Das klappt. Greifen die Ranger an. Und jetzt also mein Ballistik ist auf jeden Fall schon mal super. Kann ich nicht klagen. Aber mal drauf sehen. Hat er gemacht. Guter Junge. Brauchen nicht mehr drankommen, weil die Meistermagier das schon erledigen für uns. Wir kriegen die Glücksmünze des Spielers. Glück verbessert, würde ich sagen. Ja, okay, wunderbar. Wir haben eine dritte Hexerburg. Da ist schon ein Riesen. Wäre der Kauf eines Riesen möglich, hätten wir die Burg aufgerüstet. Da rennt ich jetzt mit unaufgerüsteten Riesen rum. Den schicken wir mal in die Burg zurück. Ja auch. Oh, die Mine nehmen wir rein. Dann halten wir hier nochmal einen Brunnen an. Alles was hilft. Alles was hilft. Er bewegt sich Richtung Hauptburg. Die auch sich in die Burg. Mal gucken, ob wir ein paar Titanen kaufen können. Können wir 6 Stück sogar. Dann ist die Burg erstmal gut beschützt, falls noch irgendwo was sein sollte. Sie rennt auch nur ein bisschen hin und her. Sie weiß, dass das, glaube ich, ihr Ende ist. Die KI. Okay, keine Meistermagier mehr. Sehr schnell. Die Rocks oder die... Ne, die Rocks sind nicht mehr. Okay. Es geht also noch weiter. Also müssen wir noch auf die rechte Seite. Das ist schön. Da können wir uns wenigstens noch ein paar Titanen gönnen. Und... Oh. Was noch? Ein paar Halblinge könnten wir noch haben. Box hatten wir auch noch im Angebot. Alles, was der Mensch so braucht. Meistermagier hätten wir auch noch ein paar. Schatz, die Eber. Davon haben wir. Könntest du so freundlich sein und mir noch einen Edelstein geben? Dann könnten wir den letzten Titan auch noch kaufen. Ich guck mal eben nach, ob ich hier ein Schiffswerf bauen kann. Nein, kann ich nicht. Also mit Segeln haben wir, glaube ich, dann doch nichts am Hut. Gehen wir einfach mal eine Runde. Und dann würde ich sagen, bauen wir eine Taverne.
Ein großzügiges Trinkgeld für den Barkeeper bringt folgende Gerüchte zutage. Das ultimative Artefakt kann in den südöstlichen Regionen der Welt gefunden werden. Okay. Gelb, es gibt also noch einen Helden. Mit 3, 4 und so weiter. Gut. Die Behausungen wachsen. Edelsteine könnten wir hier auch noch welche kaufen. Titan. Wir kaufen dafür hier den ganzen anderen Kram auf, den wir mitnehmen wollen. Zack, 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 zack. Gehen wir dem Fluss entlang. Würde ich sagen, dass wir hier gehen. Schnellstmöglich. Wieder was kaufen. So ist. Kaufen wir das auch. Ihn lassen wir da hinten allein rum. Und dann hat er wenigstens da ein bisschen Armee. Ja. Haben wir denn überall einen Marktplatz? Ja. Okay, jetzt fehlt mir Geld. Geld fehlt mir. Geld regiert die Welt, aber das fehlt. Da warten wir einen Tag. Muss ja nicht immer alles gleich am ersten Tag aufkaufen. Puh, ja. Aber ich will doch. Du darfst aber nicht. Eber? Nee, keine Eber. Es gibt keine Eber. Da gibt es keine Eber. Jetzt gibt es Eber. Und noch ein Stahlbohle. Ist wichtig. Also auch Stahl. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Gut, okay. Wir können hier noch Geld erhandeln. Wir haben ja die Rohstoffe jetzt. Und da wir mittlerweile sogar Edelsteine bekommen, zwar nicht in den Ummengen, die wir brauchen, um sämtliche Burgen hier aufzukaufen, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, es reicht ja nur eine. Was noch, Meister? Weil der Gegner wird auch maximal noch eine Burg haben. Ich kann mal nachgucken. Anzahl Städte. Hat der gelbe mehr als ich? Hä? Okay. Will ich jetzt nicht wissen. Will ich nicht drüber nachdenken. Da unten geht's ab. Oh, 10 Titanen, 14 Golems und so viele schöne andere tolle Sachen. Eine Glücksmünze des Spielers steigert ihr Kampfglück. Toll. Wenn wir den nächsten Brunnen sehen, ist das unserer. Ah, da oben. Okay, gehen wir da mal hin. Schön, 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 schön. Und warum? Gut. Volle Mali-Punkte. Dann können wir jetzt noch einmal Zauberkraft tanken ein. Wohl haben wir. Nee. Super, wunderbar. Ach, guck mal an. Wilfri. Mensch, Wilfri. Was machst du da? Ja.
Da unten wäre sogar noch eine Edelsteinmine. Gut, okay. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Das ist sogar mehrere Edelsteinminen. Das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt, da runter zu gehen. Hat da ja ein paar Riesen drinne stehen, also ganz so ohne ist das jetzt nicht. Da läuft doch irgendwo noch ein Held rum. Ist noch ein weiterer, ne? Habe ich so das Gefühl. Dann machen wir erstmal ihn platt. Ich habe ja für vieles Verständnis, ne, aber für 20 Wölfe. So, das sieht doch schon viel besser aus. Glück auf den Titan. Das hat es jetzt gebracht. Hat zwar eben vernichtet. Dann haben wir jetzt Zeit. Ich sehe da keinen Helden drinne. Dann gucken wir jetzt mal da oben nochmal nach, was da in der Tasche noch drin ist, bevor ich die letzte... Burg einnehme auf dieser Karte. Eine Edelfrau, die von ihren Reisegefährten getrennt wurde, bittet sie um Hilfe, nachdem sie sie nach Hause begleitet haben. Lohnt sie sie mit einer Tasche voll Gold. Na super, okay, also wir haben das gelüftet, es ist eine Goldtasche und... Es bringt 750 Gold. Ich werde es beim nächsten Mal wieder nicht wissen, aber darum geht es nicht. Es ist halt einfach, um es klarzustellen. So, gut, okay. Jetzt sagt ihr bestimmt, jetzt beendet ihr endlich diese Mission. Das sehe ich genauso. Wir beenden jetzt die Mission. Ich nehme an, das ist der letzte Kampf. Also wenn er mit dem Zeug durch die Gegend geritten wäre, hätte ich ganz schön Probleme bekommen. Warum hat er die jetzt hier so festgeankert? Glück gehabt, würde ich sagen. Das ist ein Nahkämpfer, deswegen können wir ihn getrost ignorieren. Und jetzt schießen wir noch die Halblinge an. Magier. Ist gut. Kümmere dich mal um deine Kollegen. Das sollte jetzt aber reichen, ja? 5 Halblinge mit einem magischen Pfeil. Ansonsten weiß ich auch nicht. Alle in die Ausgangsposition zurück. Wir gehen ein wenig taktisch vor diesmal. So, das hat jetzt nicht ganz gereicht. Ich dachte, ich könnte wenigstens bis davor mich stellen. Naja. E4, das macht jetzt mal 43. Hoffe ich doch. Gut, okay. Dann hätten wir diesen Kampf auch gewonnen. Und wir hätten die letzte Stadt eingenommen. Auf dieser Karte, zumindest was ich sehe. Ich glaube, das ist im schwarzen Bereich jetzt. Das Dore erhält eine Stufe Wissen plus 1. Sie können entweder meisterhaft Mystik oder verbessert Adlerauge erlernen. Ja, denn. Spieler Gelb wurde bezwungen. So. Damit sind wir jetzt alleine auf dieser Karte. Ganz alleine. Na gut, okay. Wir haben es natürlich geschafft. Und sie haben Quicksilber erobert. Sie sind der Sieger. Jawohl. Ich hätte wahrscheinlich auch genau hier hinten marschieren können. Hätte das erobern können. Und das hätte vielleicht auch schon gereicht. Wie dem sei, es wird bestimmt ein kleines Video folgen. Meinen Glückwunsch. Ihr habt gleichzeitig die Hexer geschwächt und die Totenbeschwörer gestärkt. Die Totenbeschwörer-Gilde übermittelt ihren Dank und weist euch darauf hin, dass einer der Besten aus ihrer Mitte für die Dauer eures Dienstes immer zur Verfügung stehen wird.
Nun muss ich euch zu einer dringenden Militärangelegenheit entsenden, bei der es um die Lords des Laurendale-Tals geht. Zwei von ihnen sagten öffentlich meinem Bruder Unterstützung zu. Ein Vergehen, das ich nicht tolerieren kann. Ihr müsst eine völlig neue Armee aufbauen und könnt dabei die Burgen von zwei loyalen Verbündeten nutzen. General, hier spricht Roland, euer rechtmäßiger König. Ich habe ein Angebot für euch. Kämpft auf meiner Seite. Wir beide wissen, dass es falsch ist, meinen Bruder zu unterstützen. Ihr dient einem ungerechten Thronräuber. Und um welchen Preis? Geld? Das kann ich euch ebenfalls bieten. Aber nicht nur das, sondern auch Ehre, Amt und Würde. Tretet mir bei und dient der Gerechtigkeit. Nun, was sagt ihr? Okay, wir kriegen sogar das Angebot, für Roland jetzt zu kämpfen, nachdem wir für Archibald ein wenig gekämpft haben. Ist natürlich klar, dass wir das nicht machen werden. Wir werden die Archibald-Kampagne spielen, weil die Roland-Kampagne hatten wir ja nun schon gespielt. Ich vermute, dass wir dann in diesen Roland-Kampagnen-Zweig zurück dahin kommen würden. Denn. Und gut, haben wir halt nicht nötig. Sag ich mal, weil wir das ja schon gespielt haben als Let's Play. Gut. Ich würde sagen, ich lese dir eben den Text vor und dann beende ich diese Folge, weil so, das sind etwa die Zeit, die wir jetzt haben. Also, es geht um die Mission Wendepunkt. Ihre Feinde haben sich gegen sie verbündet und beginnen ganz in der Nähe. Seien sie also auf einen Kampf vorbereitet. Um gewinnen zu können, müssen sie alle vier Burgen in diesem kleinen Tal besitzen. Okay, das ist eigentlich ein sehr kleines Tal. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen Totenbeschwörer, Zauberer und Barbar. Den Totenbeschwörer hatten wir schon. Den Zauberer hatten wir schon. Ja, ich glaube, in der einen Mission hatten wir den Zauberer. Aber da hatten wir noch keine Drachen, ne? Ja, vermute mal, wenn es wirklich eine kleine Karte ist, dass wir da auch wieder keinen Zauberer keinen Drachen bekommen würden. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Barbaren. Den hatten wir jetzt auch länger nicht gesehen. Und als nächstes würde ich sagen, mal gucken, wenn wir das nächste Mal wieder die Wahl haben, nehmen wir dann entweder Zauberer oder Totenbeschwörer. Wahrscheinlich Zauber. Hexe hatten wir jetzt schon. Okay. Wie dem auch sei, ich will natürlich einmal eben kurz hier hochgucken. Verrat. Durch den Wechsel der Seiten stehen ihre drei Burgen gegen eine Burg des Feindes. Diese Schlacht wird die einfachste sein, die sie bis zum Krieg schlagen müssen. Verräter. Okay. Wir sind aber kein Verräter. Wir spielen Barbar. Und einer ihrer Verbündeten ist zu Roland übergelaufen. Nun sehen sie sich drei feindlichen Burgen gegenüber. Viel Glück. Okay, einer von den anderen hat es wohl nicht so empfunden, dass man halt ja der Linie des Archibalds treu bleiben sollte. Okay, kann man ja auch verstehen. Ich vertrete ja nun mal die Seite des Bösen. Na gut, okay. Und wie dem auch sei, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hier geht's demnächst weiter. Es scheint eine sehr große Karte zu sein. Kappa. Okay. Bis dahin, euer Persecute.